Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen im Lutherjahr 2017. Ich stehe hier in der schönen Grünanlage des Heilshofparks in Worms, die sicherlich zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert ist. Hier befand sich der ehemalige Bischofshof, der 1689 zerstört wurde. Mehr als ein Jahrhundert zuvor verweigert Martin Luther an dieser Stelle den Widerruf seiner Schriften. Luther in Worms, 1521. Ich nehme Sie nun mit auf eine Reise in das Worms von damals und in den ehemaligen Bischofshof, hier in einer Ausstellung im Museum Heilshof. Martin Luther stand unter dem Kirchenbann. Leo X., der Papst aus dem Hause Medici, hatte ihn gegen Luther verhängt. Und die Folge wäre seinerzeit der Reichsbann, die Reichsacht gewesen. Allerdings kam es nicht unmittelbar hierzu, sondern zunächst einmal wurde der Reichstag in Worms abgehalten und Luther vor den Reichstag geladen, weil dies die Reichsfürsten und Stände so durchgesetzt hatten. Zunächst einmal gelangte er also am 16. April hier über die Martinspforte nach Worms und hielt sich bis zum 26. April hier auf. Seine Vorladung eben vor dem Kaiser für seine Schriften Rechenschaft abzulegen, und da kam es eben zu dieser ganz berühmten Widerrufsweigerung seitens Luther. Da ist es eben am 17. und 18. April hier im Wormser Bischofshof gekommen. Die Ausstellung rückt ganz den Wormser Ort des Geschehens in ihr Zentrum, eben das Umfeld des Bischofshofs, heute Ort von Museum und Park Heilshof in unmittelbarer Nähe des Wormser Doms. Die Ausstellung wurde initiiert vom Kulturkoordinator Volker Gallet und kuratiert von Herrn Eichfeller. Die Ausstellung selbst bemüht sich, ganz besonders hier aus Wormser Perspektive, einen Beitrag zur Lutherdekade, zur ausklingenden Lutherdekade zu leisten und damit darauf aufmerksam zu machen, dass hier 1521 eine ganz wichtige Zäsur stattgefunden hat, eben die Widerrufsweigerung Luthers, der sich zu seinen Schriften bekannte. Einerseits werden eine ganze Reihe auf eben dieses besondere Ereignis fokussierter Dokumente und späterer bildlicher Vorstellungen gezeigt. Aber ganz besonderen Wert legt man darauf, dass man auch die Atmosphäre, den Zeitgeist, das Zeitkolorit um 1521 hier in Worms mit dem Bischofshof, dem Dom und der näheren Umgebung für uns Heutige sinnlich erfahrbar macht in einer 3D-Visualisierung. Diese Visualisierung zeigt auch verschiedene Ansichten in einem recht schnellen, einem dynamischen Flug, ganz für unsere heutigen bewegten Augen sozusagen abgestellt, und arbeitet auf einer wissenschaftlichen Grundlage, aber legt jetzt nicht Wert auf bauhistorische Details, sondern möchte eben eine
Kulisse, wie es ausgesehen haben könnte, anhand der existierenden Dokumente aufzeigen. Martin Luther ist nicht nur der große, bahnbrechende Reformator, der Gelehrte und Bibelübersetzer, er war und ist auch ein Medienstar. Das zeigt sich einerseits in seinen eigenen Schriften, die schon ausgehend von seinen 95 Thesen große Verbreitung und Widerhall gefunden haben. Und darin, dass beispielsweise eine Unmenge an Flugblättern und anderem Druckmaterial Verbreitung fanden, sodass die Reformation durchaus auch mit der Mediengeschichte der Zeit des Humanismus der frühen Neuzeit verbunden ist. Es konnte natürlich nicht ausbleiben, dass nicht nur aus der Cranach-Werkstatt seiner Zeit eine ganze Reihe bedeutender Luther-Porträts und auch von Katharina von Bora oder Philipp Melanchthon hervorgingen, sondern es gibt natürlich bis ins 19. und 20. Jahrhundert eine ganze Reihe anachronistischer, nicht verbürgter Darstellungen, auch Inszenierungen des Verhörs von Luther vor Kaiser Karl V. und dem päpstlichen Nuntius Aleander. Daraus hat man hier für die Ausstellung eine Auswahl von ungefähr 50 Beispielen herausgewählt, um repräsentativ hier exemplarisch das zu zeigen, vergleichbar zu machen und natürlich auch aufzuzeigen, wie sich das Lutherbild im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte gewandelt hat. Es ist interessant, dass Luther bis in die jüngsten Tage natürlich auch in Filmen auftritt. Und das ist sehr interessant, vielleicht werden die kommenden Jahre zeigen, wie relativ unser heutiges Lutherbild ist. Vielleicht dürfen wir da auch ein klein wenig augenzwinkernd uns in Frage stellen. Es ist sehr, sehr wichtig und interessant, dass jede Zeit sich damit auseinandersetzt, aber es wird beileibe sicherlich kein endgültiger Schlussstrich sein unter die Luther-Erkenntnisse und Luther-Forschung. Thank you.